Ja, moin Leute und willkommen bei einer weiteren Folge Ab ans Wasser. Wie ihr vielleicht hier im Hintergrund schon sehen könnt, habe ich mich für euch wieder an Forellenbach geschleppt und versuche heute eine Bachforelle als Band zu bekommen. Bis gleich. Oh, und ich kann euch jetzt schon sagen, das wird hier heute nicht leicht, ey. Also, dass hier so viel Strömung heute ist, ich kann hier gerade kaum stehen, ey. Werd hier richtig, richtig gedrückt vor der Strömung. Puh, ey, was soll ich sagen? Ich bin gerade etwas ernüchtert. Damit habe ich 0,0 gerechnet, dass hier gerade so viel Wasser drin ist und vor allem so eine starke Strömung, ey. Wir hatten die letzten Tage eigentlich echt gutes Wetter. Gut, heute Nacht hat es wohl geregnet, heute Morgen hat es auch die ganze Zeit genieselt, aber das kam mir bei Weitem nicht so stark vor, wie es jetzt gerade ist. Ich stand hier gerade relativ mittig einmal im Bach drin oder im Fluss, nennt es wie ihr wollt. Alter, da wurde ich ja schon richtig weggedrückt. Okay, anders als erwartet, wir machen das Beste draus. Ich bleib einfach optimistisch. Weiter geht's. So, Leute. Für mich eine neue, komplett neue Stelle. Bis hierhin habe ich noch nie vorgearbeitet. Ich bin gespannt. Erster Wurf schon mal nichts, ne? Oh, jo, da haben wir die erste. Sehr schön. Was haben wir denn da Feines? Ich denke doch, das wird eine Forelle sein. Jupp. Eingenetzt. Wunderbar. Fisch ist im Kescher. Schaut mal, da vorne steht die Action Cam. Ich lege den Fisch hier mal ab. Wir verarzten die gute mal. Hätte schnell nass machen. Oh, die ist aber was quirlig, so. Da brauchen wir die Zange. Haken ist zwar ganz vorne, aber da lieber einmal schnell mit der Zange, um ihn vernünftig mit einem Zug rauszubekommen. Ach, von wegen mit einem Zug. So, mit zwei Zügen. Da seht ihr den schönen Fisch. Mit Sicherheit kein Riese, aber mit ganz großer Sicherheit eine wunderschöne Bachforelle. Hoppala. Quick Release. Ja, Leute, ihr kennt das. Normal beim Bachforellenangeln an kleinen Bächen. Wenn ihr eine Forelle gefangen habt, ist so ein Spot oft erstmal verbrannt. Hier würde ich jetzt allerdings sagen, die Stelle ist hier die mit Abstand die breiteste, die ich an diesem Bach jemals entdeckt habe. Plus da vorne, durch dieses Wehr, ist hier eh eine Menge Getöse im Wasser. Darum fischen wir jetzt erstmal hier weiter, ne? Ich werde mich ja noch gleich weiter nach vorne arbeiten. Muss ich mal gucken, ob ich so der Cam nach, ob ich die einfach da stehen lasse. Aber ich möchte ja auch keine Forelle hier gleich irgendwie 15 Meter erst durch den Bach tragen, wenn ich sie euch mal vor die Kamera halten möchte. Da muss die Kamera dann schon ein bisschen näher sein. Ja, wenn man hier so allein unterwegs ist, ey. Hier mit der Action Cam und der Brust Action Cam da hinten im Stativ. Ist auch schon immer ein bisschen Ölerei. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben oder uns, ob euch diese Videos auch gefallen. Ich kann da natürlich nicht so aufnehmen, ne? Wie wenn der Daniel dabei ist. Ich würde hier nur so ein bisschen rum mit den Kameras und hoffe einfach, dass der Daniel es danach gut schneidet. Hier vorne mache ich noch ein paar Würfe Richtung Wehr und dann müssen wir mal gucken, weil da hinten, das war mir zu abenteuerlich, ob wir dann noch zum anderen Spot fahren. Da müssen wir ja, ne? Den Angeltag jetzt schon beenden will ich auch nicht. Ja, ich hoffe, ihr habt es eben auf der Cam vielleicht gesehen. Ich fische nach wie vor mit Einzelhaken in dem Bereich. Ich weiß, ich habe schon oft gesagt, ist es aber Pflicht. Das schreckt mich natürlich in meiner Köderwahl auch etwas ein, weil es ist wirklich nur ein Einzelhaken. Da fallen leider sämtliche oder viele Twitch-Baits raus. Ich habe ein paar umgerüstet, aber ich baue meine Twitch-Bait echt ungern um mit den Spinnern. Das ist schnell gemacht. Ne? Da knipst sich ein Drittel weg, ein Sprengring und dann ein Einzelhaken dran. Und das funktioniert genauso gut. Ja, Leute, komm, ich will da vorne die Stelle aufchecken. Tja, weiter komme ich erstmal nicht. Hier vorne ist es gerade so unfassbar tief,
Damit habe ich auch wieder nicht gerechnet. Also, scheiße. Ja. Müssen wir gleich mal gucken. Ich würde echt gerne noch ein Schrittchen weiter, dass ich vorhin das Wehr anwerfen kann. Aber ich sag mal so, was nicht ist, es ist nicht, ne? Oh. Ja, da vorne ist ja dieses Krautfeld. Fuck. Nein! Ah. Abriss, Leute. Abriss. Und jetzt stehe ich hier an der bescheuertsten Stelle dafür, wie man sich vorstellen kann. Ah. So, Leute. Was lange währt, wird endlich gut. Ich bin angekommen. Wenn ich hier gleich wieder zurückkommen soll, habe ich noch keine Ahnung. Aber erstmal hoffe ich jetzt, dass sich die Scheiße gelohnt hat, ey. Oh, meine Güte, war das eine Aktion. Oh, Nachläufer gehabt. Da kam direkt eine Forelle hinterher. Aber eine super kleine. Könnte auch ein kleiner Döbel gewesen sein. Jo, wieder Kontakt. Oh ja, vielleicht hat es sich dir gelohnt, ey. Ja, so richtig gelohnt hat mein Abenteuer hier durchzuquälen eigentlich nicht. Ich hatte zwei Nachläufer. Bin mir aber nicht mal sicher, ob das unbedingt Forellen war. Zumindest beim ersten sah es mir schwer nach Döbel aus. Ja, Leute, abbrechen will ich jetzt auch noch nicht. Bin ich noch keine Stunde hier. Aber hier runter will ich auch nicht mehr weiter fischen. Das war mir echt zu abenteuerlich. Heißt, ich fahre jetzt nochmal einen neuen Squad an. Ja, ich melde mich, wenn ich angekommen bin. Bis gleich. So, Leute. Oh, jetzt bin ich heiß, ey. Endlich wieder hier richtig schön im Wald. Eben war ja so ein bisschen mehr Stadtgebiet. Ist ein Traum hier. Oha, Koschal. Oh, jo, Fisch. Sehr gut. Aber das fühlt sich sehr klein an, Leute. Oh, das ist auch keine Forelle, sondern mal wieder eine Esche. Zack, die kleine Esche hier ist natürlich noch viel zu lütt. Und die lassen wir schnell wieder schwimmen. Tschüsschen. Oh, da war sie schon. Köder kaum im Wasser. Und schon ist er dran. Scheiße. Ja, die hat direkt beim Absinken genommen. Ne, die wird wohl nicht nochmal beißen, leider. Schade, aber das war ja cool. Aber ist hier auch kein Wunschkonzert hier, ne? Sorry, Leute, ich hatte Cam nicht an. Aber gerade schon wieder einen Fehlbiss und das quasi direkt vor den Füßen. Die beißen so unfassbar vorsichtig. Oh ja, jetzt aber, jetzt hängt er. Was? Oh, weg. Da die nächste. Da gibt's doch nicht. Okay, jetzt das erklärt, warum es nicht hängen bleibt, Leute. Es sind gerade hier ultra kleine Eschen. Ja, Leute, ihr werdet mitbekommen haben, über mangelnde Bisse kann ich mich nicht beschweren. Allerdings über die Ausbeute kann ich mich sehr beschweren. Unterm Strich beißt alles ultra vorsichtig, ey. Also das ist echt, die nippen echt nur. Auch die Forelle, die ich dran hatte, das war so ein zaghafter Biss einfach. Okay, bisschen Zeit habe ich noch. Ich hoffe, das Video gefällt euch bis hierhin trotzdem. Bisschen hier mit mir allein in der Natur. Romantisch. Cringe, ne? Wir gehen noch ein bisschen weiter. Jo. Ah, und wieder weg. Wieder eine Esche. Leute, das gibt's doch gar nicht. Da ist die nächste. Oh, und die ist besser. Wieder eine Esche. Überhaupt nicht. Das ist wieder eine Bachforelle. Na wunderbar. Ich gehe mal so ein bisschen
in Ufernähe. Da können wir den Fisch vernünftig vom Haken lösen. Ich halte mich mal ganz schnell vor die Kamera und dann schnell wieder rein mit der kleinen Schere. Schupp, weg ist er. Na, inzwischen wird der Angeltag doch hier etwas versöhnlicher bei den ganzen Fehlkontakten. Aber wie gesagt, die Forelle gerade hat sich im Drill dann doch deutlich besser verkauft, als sie letztendlich war. Aber ich habe meinen Spaß. Ach, ich genieße es einfach hier, Leute. Ne? Ich kann es immer wieder wiederholen, dieses Angeln am Bach. Allein hier, es ist nochmal eine andere Nummer. Es ist traumhaft schön. Ihr kommt völlig runter. Klar, für mich ist es gerade hier ein bisschen auch Ölerei. Eine Actioncam eine Actioncam hier in der Hand. Gerade bei dem Fisch, ich konnte es euch auch nur ganz kurz zeigen, weil auch wenn ich ein Video mache, ich möchte die Fische hier nicht so lange haben. Wichtig ist bei sowas und auch grundsätzlich, wenn ihr nicht alles am Mann habt, sagt Zange, Maßband, was ihr so braucht, Fisch immer im Kescher. Dann gummierter Kescher, ein ausreichend großer Kescher und dann war die in der Strömung drin und dann gebert. Oh Leute, da ist endlich eine bessere. Oh, und die zieht hier unter das Slider. Da müssen wir sie schnell wegbekommen. Oh ja, und das ist eine große, Leute. Da haben wir eine große Forelle. Oder? Die kann man nicht so richtig sagen. Gegen die Strömung verkaufen die sich leider immer etwas besser, als sie sind. Jo! Eingenäht. Oh, was eine schöne, du. Keine große, also schon die Größe des Tages, Leute. Das mit Sicherheit. Aber mit Sicherheit auch kein Riese. Was ein traumhaft schöner Fisch, oder? Guckt ihn euch an. Ich liebe diese Zeichnung von den Bachforellen. Großartig. Ich bin happy. Jo, da ist die nächste. Was haben wir denn da? Könnte wieder. Ich sag mal diesmal nichts. Ich denke, es ist eher eine Esche. Aber eben habe ich auch gedacht, es wäre eine Esche. Und dann war es eine Forelle, ne? Von daher cachen wir jetzt erstmal. Und dann erzähle ich euch, was für einen Fisch wir da haben. Tatsächlich ist es die nächste Bachforelle nämlich. Leute, schaut es euch an. Die ist noch sehr, sehr klein. Und hat den Haken auch schon los. Ich rüste mal gerade die Actioncam hier an. Hände sind schön nass. Spinner ist ja schon losgeworden. Die werde ich euch jetzt hier nicht groß vor der Kamera präsentieren. Tschüss, du kleine Schönheit. Magst du mal noch ein bisschen, ne? Jo, da haben wir die nächste, Leute. Jetzt geht's doch hier Schlag auf Schlag. Oh. Wunderbärchen. Frequenz ist da. Darüber können wir uns nicht beschweren. Worüber wir uns mit Sicherheit beschweren dürfen, ist hier die Größe der Forellen, die wir heute so fangen. Schnell wieder rein mit der kleinen Schönheit. Tschüsschen. So, und ich denke mal, an dieser Stelle endet unser heutiges Video. Tja, ziehen wir mal ein kurzes Fazit, würde ich sagen, oder? Also über Frequenz konnte ich mich heute definitiv nicht beschweren. Super viele Kontakte, wenn die alle hängen geblieben wären, ey, hätten wir wirklich unglaublich viel Fisch gehabt. Auch so war die reine Anzahl an Fisch schon ganz in Ordnung. Ich weiß es gerade schon gar nicht, 4 oder 5 Forellen. Eine Esche habt ihr auf jeden Fall gesehen, eine Esche habt das safe nicht gesehen. Also sagen wir mal so 6 bis 7 Fische hatten wir. Ja, davon waren nur 2 Forellen dabei, die ganz okay waren. Und der Rest war wirklich lütt, ne? Tja, was soll ich sagen? Die Größe kann man sich nicht immer aussuchen. Ist leider so. Nichtsdestotrotz hatte ich einen kurzweiligen Angeltag. Ich hoffe, ihr hattet ein kurzweiliges Video. Falls ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen, wenn ihr auch ein Abo da lasst.
Und was ich am allermeisten freuen würde, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, ab ans Wasser. Reingehauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.